Wenn ihnen heute der Sieg gelingt, dann sind das die entscheidenden 3 Punkte für den Aufstieg. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ist natürlich eine Ansage. Jetzt liegen sie vorn und das wäre gleichbedeutend mit dem Aufstieg. Ja, aber wenn wir auf die Uhr schauen, ist es noch lang zu spielen. Und da macht er ein weiteres seiner Kopfballtore. Der ist aus dieser Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Aber an dieser Stelle sei es erwähnt, Manni, natürlich wunderbar herausgespielt, die ganze Geschichte. Und wenn du so einen Kopfballstarken Mann hast, dann musst du es nutzen. Gutes, schnelles Passspiel. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Van Beuten. Vertonghen. Fellaini. Und jetzt verliert er den Ball. Schuss und... Ball war im Tor aus, Ecke für Borussia Dortmund. Manche Ecken sind gefährlich und andere aber nicht. Weil er Angst hat oder weil er schlau ist. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ja, das muss Ecke geben für den BVB. Die gibt's auch. Hummels! Und diesen Kopfball, den musst du erstmal halten. Und wir werden einen Eckball sehen für die Dortmunder Borussen. Das darf einfach nicht passieren. Eigentor. Ach du meine Güte, da willst du nur noch in den Boden wachsen oder dich in der Kabine verkriechen. Das war eins von den Eigentoren, die ganz besonders überflüssig waren. Hazard. Will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Miralles. Alderweireld. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Da sucht er Lewandowski. Miralles. Vertonghen. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Die Flanke auf Lewandowski jetzt. Flankenschlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Piszczek. Exzellent durchgesetzt. Er könnte passen. Wir alle wissen es. Er weiß es jetzt auch. Wieder einmal. Das ist ein schwacher Fuß. Aber Manni, auch mit dem schwachen Fuß, also das geht schon besser. Er steht auch schon einer parat. De Bruyne. Alex Witzel. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Großkreuz. Alderweireld. Hazard. Der kann alles am Ball. Vertonghen.
sich um, ob jemand mitgeht. Lewandowski. Eine klasse Parade des Torwarts. Da war ordentlich Kavum dahinter. Alderweireld. Miralles. Kommt was auf uns zu. Erfolgreicher Zweikampf. Schmelzer. Hinter rein! Wie oft hat er eine solche Chance und verfehlt? Ja, also nicht allzu oft und das wird teuer, glaube ich. Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. De Bruyne. So sieht das der Trainer gern. Alex Witzel. Also ich habe das Gefühl, da ist Unsicherheit drin. Die Nervosität ist bis hier oben zu spüren. Logisch, das muss Eckball geben. Fellaini. Der lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Querlatte. Und noch eine Ecke. Ja, da geht er auf Nummer sicher, greift zur Faustabwehr. Wer will ihn? Den Ball, da liegt er doch. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Schein. Die verstehen sich blind. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Super rausgeholt. Der Ball ist im Aus. Eckball. Dann erwartete der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen. Aber bitteschön, der Ball ist hinten raus. Und das ist das Tor. Jetzt der Rückstand. Wenn sie den bis zum Spielende nicht aufholen, müssen sie wieder um den Aufstieg zittern. Also ob sie da innerlich noch auf dem Platz waren, Frank? Nee, irgendwie wirkt das schon hier, als hätten sie abgeschaltet. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wehtut kurz vor der Pause. Tja, wir haben mehrere Kameras im Einsatz. Der Beweis folgt hier. Lukaku. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Vertonghen. Hummels, Schmelzer. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher cool. Da ist der Halbzeitpfiff. Es sieht nicht allzu gut aus für die Mannschaft. Sie werden, wenn es so bleibt, den Aufstieg nicht sichern. Aber es sind ja noch 45 Minuten. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Kann er sich den Ball holen? Ein Pass vom Feinsten. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Da wird zum Eckball geklärt. Oh! Ich will nicht übertreiben, aber kilometerweit am Ziel vorbei. Nuri Sahin am Ball. Die Flanke auf Lewandowski jetzt. Da stand die falsche Adresse drauf. Auf Schuss und... Achtung, Verteidigung, das ist jetzt nicht der Normalzustand gewesen. Nee, Manni, das ist der personifizierte Knipser. Unfassbar, dass er den nicht macht.
Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Und der Ball erzappelt im Netz. Ein ganz, ganz wichtiges Ausgleichstor. Denn jetzt sind sie wieder im Rennen um den Aufstieg. Ein solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht alle Tage. Guck dir das an. Unfassbare Technik. Klasse. Besser kann man das nicht machen. Die Ecke genau dahin, wo sie hin muss. Und der Abschluss überragend. Ein super Tor. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Ein herrlicher Treffer. Das war der Ausgleich. Und das wird jetzt hier eine ganz packende Begegnung. Da dürfen wir sicher sein. Schmelzer. Alderweireld. Jetzt sieht er direkt vor dem Tor abgeblockt. Hazard. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Es gibt die gelbe Karte. Rutscht er immer aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel. Korrekte Entscheidung. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Es gibt Abstoß, weil der Ball ins Tor ausgeflogen ist. Und hier sehen wir nochmal das Tor. Das kann ich nicht oft genug sehen. Ein wunderbarer Treffer. Ich bin mal gespannt, ob er noch einen nachlegt. Lukaku. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ein super Timing. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Vertonghen. De Bruyne. Dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Koppen. Hazard. Vertonghen. Klasse Parade des Torwarts. Da war ordentlich Kavum dahinter. Und wieder ist er auf dem Posten. Der ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt mit dem Kopf. Und der ist drin. Diese Führung war vielleicht ganz wichtig, denn jetzt sind sie wieder ein heißer Aufstiegskandidat. Schreibt das, habe ich seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen, so einen Kopfball. Und da fliegt er wieder, so wirkt es zumindest, höher als alle anderen, ein super Kopfball. Schein. Großkreuz. Guter Ball, mal sehen, ob er Marco Reus erreicht. Peter attackiert. Abseits. Er ist einfach zu früh gestartet. Und wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es der Keeper. Ja, das gibt einen Eckball. Gucken Sie sich das an. Das ist das Eckballverhältnis. Das ist ganz gefährlich. Da war er wieder, der berühmte schwache Fuß. Ja, und das Resultat spricht in diesem Fall Bände, Manni. Lewandowski, eine Chance und noch eine Chance. Und irgendwann ist er drin, dann kommt er, der Ausgleich. Lewandowski. Hazard. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. De Bruyne.
Hazard. So langsam finden sie Gefallen dran. Wieder Ecke. Sie liegen knapp vorn. Aber dieses Resultat, es würde reichen, um heute schon aufzusteigen. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist nun wirklich nichts draus geworden. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Jetzt sind sie wieder in Ballbesitz. Da sucht er Lewandowski. Alderweireld. De Bruyne. Das ist ein sehr schönes Passspiel, was wir hier jetzt sehen. Pischek. Hier wird richtig gekämpft. Großkreuz. Und dann geht er rein. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Und er ist drin. Und jetzt kassieren sie den Ausgleich. Damit könnte es im Rennen um die Aufstiegsplätze noch mal ganz, ganz eng werden. Was hat uns der große Alte gesagt? Wie lange dauert ein Fußballspiel? Bis der Schiedsrichter abpfeift. Und hier ist noch nicht Schluss, aber das haben sie sich erarbeitet. Da sieht der Keeper nicht gut aus hier. Nochmal schön zu sehen, kann die Kugel nicht festhalten und der Abpraller dann kein Problem für den Sturm. Lukaku, da entwickelt sich möglicherweise was. Großkreuz. Naja, er hat es halt mal versucht aus dieser Distanz. Jawohl, abgefangen. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Für dieses Foul sieht er gelb. Fellaini. Jetzt kann die Flanke kommen. Jetzt hat er womöglich... Jetzt schießt er und... Das gibt es noch nicht. Das gibt es noch nicht. Eigentlich war das Spiel schon vorüber. Der Schiedsrichter hat schon auf die Uhr geguckt und doch fällt hier noch das Tor. Waren das jetzt die drei Punkte? Jo, das ist spät und das müsste dieses Ding hier normalerweise die Entscheidung sein. Das ist unfassbar. Sensationell, liebe Zuschauer, was sich hier heute abspielt. Neben mir, da liegen sie sich in den Armen. Ich sehe überhaupt nichts mehr. War das der Sieg? Marco Reus. Und das war die Qualifikation für einen Start in Liga 6 in der nächsten Saison. Chapeau! Wenn sie sich in den noch ausstehenden Spielen weiter so dominant präsentieren, können sie dem Ganzen vielleicht sogar noch die Krone aufsetzen und sich den Liga 7-Titel holen.